Hallo und willkommen zurück bei Minecraft Live in the Woods Let's Play Together mit der Tibra. Grüß euch. Und mir, dem Anwin. Grüß da, euch. Der Tibra im Keller. Unser kleines Kellerkind. Ich bin in den Keller gesperrt. Na, Scherz. Eine Tür haben wir noch keine dazwischen. Ja, wie ich dich kenne, magst du die bald. Nein. Stimmt nicht. Nein. So, ich werde den Boden hier weitermachen. Ich habe in der letzten Folge ja die Migmatit-Steine geholt. Aus unserem Fischerhäuschen, ne? Mhm. Ja, das Gewölbe. Wir werden ja den ganzen Keller ausstatten mit so Schubfächer, glaube ich. Muss ich mir dann einteilen, ob ich den Gang mit 2 mache? Oder Wände dazwischen? Ich überlege. Okay. Hast du irgendeine Vorstellung oder eine Idee? Nein, ich war noch nicht unten. Also ich hast du das schon komplett jetzt ausgehoben, oder? Na, fast. Fast. Okay. Ich bin gerade beim Boden. Mhm. Ich werde dann noch bunte Wolle mir schnippeln von den Schafen, damit ich mir es einteilen kann nochmal vorab. Mhm. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Okay. Außerdem brauche ich noch blaue Wolle vom blauen Schaf. Willst du mir Werkbank mitgenommen? Für meine Deckchen in der Küche und im Speisesaal. Steht jetzt da herüben, oder? Da steht's. So. Ach, ist das öd. Speckstein und Marmor hätte ich anzubieten. Für? Es kommt aus dem Keller. Oh, ach so, du, okay, du baust das da unten ab. Mhm. Oh, cool. Ja, Marmor, super. Werden wir sicher irgendwann einmal was bauen damit. Ja, schön. Gefällt mir sehr gut, der Block. Der Texturpack. Mhm. Übrigens, bei dir müssen wir noch ein paar Zusätze einspülen zu dem Textures Pack, okay. Da, zu dem BDCraft. Weil ich habe ja bei mir jetzt da ein, zwei Sachen noch zusätzlich reingenommen. Und da hast du diese ganzen Hölzer, die vorher Standard-Minecraft-Textur haben. Zum Beispiel das Jacaranda. Das haben wir, glaube ich, drüben genommen für den Boden. Ja. Das schaut bei mir jetzt ganz anders aus. Der ist jetzt da in dem Stil von. Okay, ist er ansehnlich weniger. Ganz ein tief dunkles Violett, glaube ich, war das, was ich vorhin gesehen habe. Und von der Textur schaut er halt so aus wie das Eichenholz. Okay. Also passt jetzt besser, ist stimmiger, weil es halt auch okay. Der gleiche Stil ist. Ich nehme mal an, dass das für alle Hölzer jetzt gilt. Also so. Zu der Mod Biome XL und zu der Mod, wie heißt die, die andere Biome Mod, die noch drinnen ist. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, was du da alles reingespielt hast. Na, ich habe nicht so viel mehr reingenommen. Es ist Großteil ist eigentlich bei Life in the Woods schon dabei. Okay. Nicht, dass zu Tode gemoddet wird wie das. Wie Skyrim. Das war. Genau, es waren wunderschöne Standbilder. Ja, es war traumhaft. Also wirklich. Aber wenn wie ich einen Charakter bewegt habe, hat sich eine halbe Minute später was am Bildschirm getan. Darum sage ich ja, wunderschöne Standbilder hatten wir. Oder du. Ist aber angeblich jetzt mit dem neuen Skyrim besser. Also Skyrim gehe ich sicher noch an. Das überlegen wir auch, ob wir das nicht als Multiplayer starten. Aber es ist halt, ja, wir müssten eine zweite Skyrim-Version kaufen und müssen dann schauen, ob die diese neue Skyrim-Variante, die HD-Variante, ob die über den Skyrim-Server geht, den es uns Mod gibt. So. Und nachdem ja die neue Skyrim, die HD-Variante gerade erst rausgekommen ist, ist der Preis entsprechend. Also es ist nichts Teures jetzt, aber
Für das, dass wir dann vielleicht draufkommen, dass es nicht geht. Dass es nicht geht, ist so ein bisschen heftig, ja. Und du es dann vielleicht nicht zockst. Gibt es momentan Games, die uns mehr interessieren. So, Eisen haben wir auch im Keller. Außerdem haben wir ja nur ein paar andere, die noch herumliegen und. Oh ja, wenn ich nur mehr Zeit hätte. Watch Dogs 2 liegt schon seit Verkaufsstart herum. Zwei Lizenzen. Noch nicht einmal, wir haben noch nicht einmal gestartet. Stimmt, ja. Wir haben einiges noch nicht gestartet, mein Herr. Mein Lieber. Dead Rising. Ja. Im Winterseel gekauft, noch nicht einmal reingeschaut. Projekt du hast das gerade angeschaut. Ja, da habe ich schon reingeschaut. Ja. Ich nicht wirklich. Stimmt, ja. Hoppla. So, wo komme ich jetzt noch runter? Jetzt haben wir einen kompletten Weg verbaut, oder? Springen. Nein. Nicht springen. Aber ich hätte eigentlich da nur ein Loch machen müssen. Schauen wir mal, ob ich da noch irgendwie rauf runter komme. Na, gut, dann passt das nicht, da jetzt wo ein Loch rein. Können wir später dann noch zustupfen. So, das Fackelwirrwarr hat hoffentlich dann auch bald ein Ende. Ja, das ist super. Okay. So. Jetzt müssen wir da einmal den Giebel einziehen auf der Seite. Oh. So, das. Ich brauch. Ah, nimm die. Hehe. Basic Eisen. Geht schneller. So. Wow, also das Sonnenlicht, wenn du gegen die Sonne schaust, das ist schon. Mit dem Shader. Geil. Ich weiß nicht, ob Tag oder Nacht. Ich bin im Keller. Naja. Ich war schlimm anscheinend. Ziemlich, ja. Aber nichts Neues. Ne, hallo? Ich bin das bravste Mädchen, das du kennst, das es gibt. Das will ich aber jetzt erläutert haben. Und schon wächst die Nase. Das kannst du gar nicht sehen. So. Hui. Naja, einen halben Keller haben wir schon den Boden fertig. Cool. Brav, brav. Ja, darum sage ich ja, ich bin das bravste Mädchen, das es gibt. Für dich. Irgendwie komme ich mir gerade ziemlich verarscht vor. Nee. Ah, ja. Ich komme zu dir auf die Steine. Nein, ich nehme das letzte raus. Die Steine sind nämlich aus. Schon wieder mal. Wirklich? Aber wolltest du nicht im Garten auch irgendwas machen? War da nicht irgendwas? Ja, da war auch was. Dann hast du eine Abwechslung zur Kellerarbeit. Also du siehst, du musst nicht zwingend im Keller bleiben. Juhu, ich springe eh schon. So, mein Krönchen zurechtdrücken. Kies. Ah ja, das ist ja der Goldhelm, oder? Ja. Das ist da im Texturpack so ein Krönchen. Speckstein. Diorit. Oh, nett. Speckstein. Aber was immer das ist, ich lade das da mal ab. Kies behalte ich, das behalte ich. Kohle, ja.
findet man dann immer wieder Kleinigkeiten. Das ist cool. Ich könnte hier drüber noch. Huch, das ist wieder ein richtig großer Dachstuhl da oben. Dann noch ein Geschoss. Echt? Was soll ich denn in das Geschoss reingeben? Wow. Cool. So, wie viel haben wir jetzt noch? Ich brauche auf jeden Fall blaue Wolle. Für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Deckchen will ich noch. Und ich hoffe, ihr erinnert mich richtig, dass auf den Blöcken Stufe und Halbblocken gespawnt. Weil sonst ist das komplett. So, das wird die Gärtnerei. Okay. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass die da drauf nicht spawnen. Werden wir alles sehen, aber bis jetzt hätte ich nichts gesehen, dass das irgendwie. So. Keine Überraschungen. Keine Russen im Kellerchef. Keine Russen im Kellerchef. So. So, jetzt machen wir die andere Seite dazu und dann ziehen wir die Längen wieder durch rüber. Ich brauche das Blöckchen. Ja, boah, sogar der Seitentraktor ist das. Ich dachte schon, der Dachboden ist sicher nicht zu verwenden. So, ah, schön. 6 Deckchen, perfekt. So, ein bisschen Wolle hätte ich noch gern. Kinder, lass die Haare wachsen. Was? Rapunzel, lass deine Haare runter. So etwa. Jetzt wollen sie nichts fressen. Okay, gehe ich wieder. Die haben Stress. Stress die Schafe nicht. Nein, mache ich doch nicht. Ich baue inzwischen etwas davon ab. Ist es da reingefallen? Genau. Oh. Okay. Reis. Wir haben schon genug Gleis. Was? Das heißt Reis, du Blolett. Ja, das war ein Film. Metal Weapon 4. Genau. So. Perfekt. Schafe? Oh, es gibt wieder ein lilanes. Schaf, komm her. Was ist mit dir? Gut. Na gut, na gut, na gut. Eier gibt's auch schon wieder für mich. Die Hühner, ja, bist du. Achso, ja, ich weiß schon warum. Ja, den Sandkanal mit. Dann denke ich mir, das hört sich an, wie wenn hinter mir ein Händel stehen wird.
geht weg von dem. Und gerade ein Ei rausdrückt. Was? Was war das? Ich habe ein Huhn gestoßen, quasi. Ah ja. Du Hühnerschubser. Ja, ich bin ein Hühnerschubser. So, und jetzt schubse ich euch da mal zur Seite 2, 4, 5 Hühner. Das ist ein Huhn zu viel. Na warte, wenn du das Video veröffentlicht hast, gleich bei Greenpeace melden. Mhm, mach nur. Böse Hühnerschubser in Österreich. Arme Minecraft-Hühner. Auf engstem Raum gehalten. Das stimmt ja nicht. Wie viel hast du denn schon? Weil normal hast du immer, magst du einen Gatter mit 10x10 Blöcken, wenn ich das nächste Mal reinschaue, rennen 150 Hühner da drin herum. Nein, es sind 4 Hühner. So war es beim letzten, ich glaube, das war gar nicht am Server, das war glaube ich dann auf unseren Lokalen, wo wir noch nicht aufgenommen haben. Ja, ich stimmt. Ich komme zu dem Hühnerstall, ich glaube, die träumen. Das war, ja, die weiße Hühnerpracht. Ein paar Hühner. Ja, ein bitte. Paar Hühner, genau. Da hat man den Boden nicht mehr gesehen, weil da Hühner. Es war aber ein lustiges Geschnatter. Ja. Schon. So, Deckchen habe ich wieder. Ah, weiße Deckchen. Ich habe aber. Ah, draußen ist ein weißes Schaf. Aber es ist gerade finster. So. Und wie soll der Teppich am Boden sein? Was für Teppich am Boden? Im Erdgeschoss oder so? Ja. Nein, nicht ablau. Nicht? Nicht blau, okay. Hey. Na, du hast jetzt die Deckchen bei den Fenstern überall mit dem Blau, oder? Ja. Ja, nein. Am Boden auch. In der Küche werden sie weiß. Ja, umgekehrt könnte Blau so ein bisschen die Flackenfarbe von dem Dorf werden. Dass es dann irgendwann einmal so eine Dorfflacke gibt oder so einen Marktplatz und okay. Dass man aus Wolle eben Weiß und Blau da verwenden. Das okay. Das wäre natürlich möglich. Hm. So wie bei Siedler oder so. Ja, ja, ja. Die einzelnen Fraktionen haben ja immer irgendwie eine Farbe, die sie durch alles immer dann durchzieht, ne? Durch die Uniform. Und ja, ja. Das wäre natürlich eine Idee. Könnte man natürlich machen, ja. So. Bitte, wann wird's wieder Tag? Ja, ich wundere mich auch gerade. Aber gut, 20 Minuten Aufnahme, Tageszyklus sind 10 Minuten, 10 Minuten. Also es müsste bald Tag werden und dann sind ja, wir eh schon wieder am Ende, ne? 1,5 Minuten. Mhm. So. Ah, ja. So, ich gehe noch schnell eine Spitzhacke basteln. So, die YouTuber-Krankheit. So. Ja. Oder? Oder? Sehr schön. Ja, ich muss dann unbedingt die Kisten im Keller machen, weil wenn ich ernte, ist ja alles vollgestopft. Ich könnte gleich ein paar Kisten machen. Finger weg von meinem Holz. Na, du kannst das schon nehmen. Ich bin fast fertig mit dem Dachstuhl und hab da zwar jetzt kein Holz mehr, aber ich brauche von drüben vielleicht maximal 2 Stacks für die Stämme. 3 vermutlich. Ich habe nicht nachgesehen, wie viele hier sind. Ja, wir haben ein bisschen mehr wie eine Zelle haben wir insgesamt gefarmt und die Zelle ist noch drüben, ich habe ja noch nichts geholt. Okay. Und das, was dann übergeblieben ist, was ich nicht mehr reinbracht habe, das habe ich jetzt fast zur Gänze da verbraucht. Alles klar. So, wie heißen denn die Schubfächer? Schubfächer? Mhm.
Stimmt. Konnte ich dir helfen? Besten Dank, super geholfen. Und zwar will ich machen die für die Setzlinge die vierfachen. Ja, das ist eine gute Idee. Die Setzlinge werden wir nicht so viel haben. Also wir hatten ja, ich glaube, das haben wir sogar in einer Aufnahme schon gesagt, wir wollen alles, was gibt, jeweils ein so ein großes Schubfach, aber das ist einfach absurd. Weil man kann ja Upgrades dann noch einbauen, was wir mittlerweile gesehen haben und so. Und deshalb war dann unser Schulterschluss, unser gemeinsamer, dass man für so Sachen wie Samen oder irgendwelche besonderen Geschichten oder so diese geteilten nehmen. Auch aus Platzgründen, weil wir es sonst nicht unterbringen. Damit könnte es gehen. Ich werde ganz einfach. Hast du das gefunden, das Vierer? Ja, ich habe es gefunden. Ich weiß aber im Moment noch nicht, wie man es bastelt. Gebe ich ehrlich zu. So wie das ein Fenster, wo man alles sieht, oder? Oder nur grün vom Baum hat. Wo bist du? Also das gefällt mir da jetzt nicht. Das müssen wir verändern. Ich will, dass der Baum wächst. So. Das müssen wir verändern. Warum wächst es nicht? Das Baum. Der Kokosnuss-Setzling. Kann das sein, dass der auf Sand sein muss? Nein, oder? Was Nein, denn? aber die stehen ja auch nicht auf Sand, die was schon gegeben hat da. Nein, der braucht einfach länger. Du hast zu wenig Geduld. Was sind das? Blöckchen hin. Nicht mehr Blöckchen. Blöckchen? Hab's. Was macht bitte ein Ei im Saustall? Ist mir unerklärlich. Echt jetzt. Naja, du, also seit Angry Birds solltest du wissen, wie Schweine ticken, was Eier betrifft. Genau. Die stehlen sie. Ja, kann durchaus sein. Gut, ich gehe dann mal wieder in den Garten. Aber jetzt, glaube ich, haben wir die Zeit erreicht. Ja, wenn es gefallen hat, dann beim nächsten Mal wieder aufdrehen, wenn es heißt Minecraft Life in the Woods Let's Play Together mit der Tibra und dem Anduin und bis dahin Happy Gaming. Ciao. Ciao.